Triander läuft das Leben wieder entspannt. Bei 235 Grad wird er verdampft im Vaporizer. Das ist eine richtig hohe Temperatur. Schaut mal, ob euer Vaporizer diese Leistung überhaupt bringt. Ihr braucht sie auf jeden Fall, wenn ihr die Wirkung aus der Baldrianwurzel rausziehen wollt. Der Baldrian wirkt bei nervösen Angstzuständen ganz entspannend, bei Depressionen, bei Niedergeschlagenheit, bei innerer Anspannung. Wenn ich mich innerlich aufgewühlt fühle und ja, manchmal auch so vielleicht eine unbegründete Angst wahrnehme, eine innere Anspannung, dann ist der Baldrian der, der innerhalb von 5 Minuten das innere Gefühlsleben eigentlich zum Wenden bringt. Und der Baldrian ist ja als Pflanze auch dazu bekannt. Ihr kennt den sicherlich aus verschiedenen Präparaten und manche nehmen ihn ja auch als Tee zu sich. Wenn er als Tee wirken soll, müsst ihr ihn aber auch wirklich richtig zubereiten. Ansonsten ist die Wirkung kaum wahrnehmbar und man denkt, das ist ja nur ein Placebo und vielleicht aus Großmutters Zeiten ein Hausmittel. Also da ist die Wirkung oft sehr schwach. Ihr könnt ihn natürlich auch als Präparate zu euch nehmen, in Form von Tabletten und Kapseln. Und dann braucht es trotzdem auch in der Regel ein paar Tage Zeit, bis das durch die Verdauung aufgenommen worden ist und im Körper auch drin ist. Beim Verdampfen geht es, wie gesagt, ganz schnell. 5 Minuten, würde ich sagen, dauert es, bis ihr diese Wirkung wahrnehmen könnt. Ich habe euch einen Baldrian mitgebracht und zeige euch auch nochmal, wie der in meinem Garten aussieht. 1,50 Meter ungefähr wird er groß und die Bienen freuen sich unglaublich an dieser Pflanze, wenn sie blüht. Und ich habe ihn hier aber ehrlich gesagt nicht zum Ernten, sondern einfach zum schönen Ansehen. Denn was man erntet vom Baldrian, das sind die Wurzeln. Das heißt, ich müsste dann irgendwann meine Pflanze oder Teile der Pflanze aus der Erde nehmen, waschen, trocknen und in kleine Teile schneiden. Und das ist schon ein sehr mühsames Geschäft. Das macht man höchstens mal, um es einmal auszuprobieren. Und deswegen habe ich mir die Baldrianwurzeln im Handel besorgt. Der Baldrian hat auch noch ein paar andere Namen. Er wird auch benannt als Katzenkraut, als Hexenkraut und als Stinkwurz. Und ich finde, der Name Stinkwurz, der trifft es eigentlich am besten. Wenn ihr mal reinriecht in so eine Tüte mit Baldrianwurzel, das stinkt wie Füße, die ein paar Tage nicht gewaschen sind. Also ist nicht so lecker. Auch wenn man ihn inhaliert, hat er auch so eine leichte süßliche Note und ist auch nicht unbedingt mein Lieblingsgeschmack. Aber er wirkt wirklich und dafür nimmt man das natürlich in Kauf. Es gibt auch eine Möglichkeit der Nebenwirkung, nämlich dann, wenn ihr das Ganze überdosiert. Dann kann es sein, dass es sich ins Gegenteil verkehrt und dass ihr wieder mit innerer Unruhe zu kämpfen habt. Deswegen würde ich euch empfehlen, zu Beginn das Ganze nur einmal am Tag zu machen. 5 bis 10 Minuten eine Session. Und dann könnt ihr auch mal ausprobieren, in Zeiten, wo es besonders braucht, das zweimal zu machen. Aber schaut, dass ihr das, wie gesagt, nicht überdosiert, damit es euch eine Entlastung ist und hilft und eben nicht ins Gegenteil verkehrt. In meinem schlauen Buch steht auch noch eine Anwendungsmöglichkeit und zwar kann er auch bei Krampfbeschwerden im Magen-Darm-Trakt wirken und bei nervösen Herzbeschwerden. Das habe ich jetzt beides noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das genauso auch wirkt. Wenn ihr den Baldrian für euch nutzen wollt als Heilpflanze, dann glaube ich, ist die Anwendung über den Vaporizer die schnellste und effektivste Wirkung. Und deswegen wünsche ich euch viel Freude dabei, das auszuprobieren.